denn da geht es alles andere als heiter zu. Denn alle fahrtüchtigen Autos und natürlich Fahrer werden gleich gegeneinander antreten. Das ist immer sehr schön anzuschauen. Da sehen wir sie, Charlotte Roach, hochmotiviert. Hallo Charlotte, geht's dir gut? Ja, du bist motiviert. Top die Daumen nach oben. Ich meine, zweiter Platz direkt, wenn man noch nie dabei war. Sie hat hart trainiert und freut sich auf das, was da gleich passiert. Und hier sehen Sie mal, was unsere Mechaniker leisten für ihre Teams. Da wird wirklich nochmal richtig Hand angelegt. Es wird alles abgesägt. Das ist die Anhängerkupplung, eben gerade beim Caravan Crash Cup war sie ganz, ganz wichtig für Stefan. Jetzt braucht er sie beim Rodeo natürlich nicht. Da bleiben nur Autos hängen, die ihn von der Strecke rammen wollen. Und hier wird noch einmal das hintere linke Rad freigelegt, damit es nicht scheuert und zwischendurch platzt. Das wäre natürlich doof beim Rodeo, will man möglichst Strecke machen und vor den anderen wegfahren und die rammen können. Stefan konzentriert und natürlich mit einem inneren Lächeln, weil er eben gerade gewinnen konnte. Und Charlotte ist jetzt noch einmal bei Stefan. Was ist da denn los, Charlotte? Ja, hier ist eine Menge los. Hier fliegen die Funken. Guckt euch das mal an. Jetzt geht's gleich wieder mit der Flex los. Und diese ganzen Geräusche und diese Funken und dieses Hämmern und Bohren und Schrauben und Basteln soll das Auto angeblich wieder ganz machen für die Fahrt. Naja, wie auch immer. Stefan, was meinst du? Ja, wir versuchen den Wagen noch mal fürs Rodeo noch mal einigermaßen an den Start zu kriegen. Verteiler absägen, die vielleicht die Reifen beschädigen könnten oder so. Ich hoffe, es klappt noch. Aber die Chancen stehen ganz gut, oder? Ja, sieht gut aus. Ja, wenn nicht, dann gibt es einen saftigen Tritt. Wenn das nicht klappen sollte, glaube ich. Ich glaube dran. Das sieht so aus. Auf jeden Fall vollen Körpereinsatz hier bei den Mechanikern auch. Die wohnen mittlerweile in den Autos. Ein halbes Jahr brauchen wir, um die Autos fahrtüchtig zu machen. Und siehe da, wir brauchen ungefähr, naja, 10 Minuten, um alles wieder hinüberzubringen. So, also, die Mechaniker sehen zwar gestresst, aber glücklich aus. Steven, es bleibt spannend, ob der Chef mitfahren kann. Ja, wir hoffen es natürlich, denn er hat noch eine Menge gut zu machen, auch wenn er einen Titel bereits heute Abend einsacken könnte. Er möchte natürlich gerne noch einen zweiten heute mit nach Hause nehmen, dann kann er gut schlafen. Und wie gesagt, das Feld füllt sich langsam. Also die Motoren scheinen zu laufen. Jawohl, Pyroschranke geht hoch. Sollen sie noch mal langsam losfahren. Und dann geht's in genau einer Runde los. Also, das wird jetzt erstmal voll werden hier. Aber Autos werden kaputt gehen, Autos werden stecken bleiben. Und dann werden sie eingesammelt, rausgenommen. Die Fahrer werden die Autos verlassen. Zum Teil werden also auch die Autos stehen bleiben. Ja, da würde ich auch zusehen, langsam wegzukommen. Denn jetzt geht's scharf los. Also, jetzt darf alles zerstört werden, was einem hier vor die Flinte kommt. Und die Herangehensweise, die beste ist ja immer Antriebsachse treffen. Voraussetzung ist natürlich, man weiß, welches die Antriebsachse bei dem jeweiligen Auto ist, was man vor sich hat. Und offensichtlich auch Stefan Raab hier schon in einige Gemetzel verwickelt. Adrian Sutil scheint ihm hinten so ein bisschen den Rücken freizuhalten, wird es aber selbst abgeschossen bzw. gedreht. Da ist er wieder. Sutil wieder da. Da scheint ein Transparo-Auto schwer zu stehen. Also sehr, sehr großer Stau. Löst er sich von alleine auf? Jawohl, weiter geht's. So, man kann natürlich auch passiv fahren, denn wenn man jemand anders was Böses antun will, kann auch mal das eigene Auto kaputt gehen. So, Stefan kriegt hinten einen ab, aber nur ganz leicht. Und der erste hängt in der Bande und auf der Seite. Ein Auto auf der Seite. Jetzt bin ich gespannt, was die Rennleitung sagt, ob sie gleich auf Rot gehen. Jawohl, machen sie natürlich. So, und jetzt kann sein, dass es schon die ersten hier erwischen wird. Dass die ersten rausgenommen werden. Und manche haben noch nicht das Rot gesehen. Manche haben es noch nicht mitbekommen. So, also auch zur Sicherheit natürlich für die Helfer, die sofort da sind. Jawohl, wird nochmal ganz deutlich gezeigt. Rot, alle wissen es inzwischen, dass also Rot draußen ist. 2 Pizza.de Autos sind hier. Das scheint ein Need for Speed Wagen zu sein, der dort auf der Seite steht. Und jetzt ist die Frage, eigentlich stand er auf der Seite, eigentlich darf er sich verabschieden und hier haben wir auch schon einen Fußgänger, oder? Wer war das dort gerade? Das Auto, so auf der Bande, steht erstmal noch nicht so sehr im Weg. Ach, Lina scheint das zu sein. Lina van de Maas, tatsächlich draußen. Auto kaputt oder steckt sie irgendwo fest? Das ist die Frage. Sie auf jeden Fall draußen, wird nicht wieder kommen. Hier, vorhin war sie ja
um ein Haar noch mit in den Medaillen drin, ist aber auf den letzten Runden rausgerutscht. Und ja, hier, der muss natürlich jetzt auch aussteigen. Frank Buschmann ist das. Ach, das Rennen war noch nicht besonders alt und da ist Buschi schon draußen. Also den nächsten, den wir streichen können. Klaas ist ohnehin schon weg. Also für Need for Speed Most Wanted nur noch Björn Dunkerbeck im Rennen. Hier ist das Fahrzeug von waschpakete.de. Könnte Joey Kelly sein, so onduliert wie das aussieht. Und hier der nächste, der aussteigt, Beat Tight. Na, das war kein großer Einsatz für ihn. Also er für Horsepower reingekommen im Team von The Voice und ist schon wieder draußen. Aber die Antrittsprämie gibt es für ihn. Also auch wir sagen ihm Dankeschön für den, wenn auch sehr, sehr kurzen Einsatz. Beat Tight ist hier draußen. Und hier raucht einer. Oh, da auch einer also mit ein bisschen Dampfentwicklung. So, da wurde gerade Charlotte Roach gedreht. Drehen an sich ist nichts Schlimmes, sofern er das Auto noch weiterfährt. Oh, aber hinten rechts wahrscheinlich auch. Ja, sieht aus wie so ein Notrad, was er dort hat. Und vorn rechts ein Problem bei Charlotte Roach. Ich glaube nicht, dass dort mit der Antriebsachse noch alles in Ordnung ist bei ihr. Das sieht nicht so aus, aber das Fahrzeug scheint noch zu fahren. Aber auch das haben wir oft genug erlebt, dass mit einem Rad weniger hier nach wie vor gefahren wird. So, hier das große Knäuel. Also früher oder später werden wir dann hier doch, ja, Simon Gosion ist ja der Erste. Der steckt aber auch bei irgendjemandem hinten drin. Und Charlotte, naja. Da muss man vorn drauf, wenn man schon sieht, Manni Ludolf scheint das zu sein, dass sie vorn ein Problem hat, da muss man auf die Antriebsachse draufhalten. Aber sie holpert da offensichtlich noch weiter. So, Stefan Raab scheint auch wieder zu fahren. Jawohl, der macht gut Runden. Es steht schon eine ganze Menge Schrott rum. So, ein Pizza.de-Auto, ein Auto auf dem Dach. Ein Auto von The Voice auf dem Dach. Ja. Das Boss Burns Auto, die müssen heute wirklich eigentlich mitmachen. Lediglich Tore Schüllermann mit seinem dritten Rang in der Königsklasse, in der 3000er, hat hier wirklich für sehr, sehr gute Leistungen gesorgt. Die anderen haben zusammen nicht gerade viel Punkte gemacht. Also das Boss Burns sah ein bisschen so aus. Ja, Beteit ist sowieso schon raus, der saß im Auto von Horsepower und ich glaube, sie werden relativ froh sein, dass sie jetzt hier raus sind aus dem Rennen. Von jetzt an kann nichts mehr passieren. Und nächste Woche die Stühle, die drehen sich auch nicht ganz so schnell. So, der nächste hier, der aussteigt. Das ist Wilson Gonzalez, genauso. Also auch er raus. Wilson Gonzalez draußen. Und Mario Kotaska auch draußen. Haben wir das richtig erkannt? Sieht so aus. Jawohl, Mario Kotaska auch weg. Also das Cola Rebel Team auch schon leicht. Oh, Jimmy Blue Ochsenknecht auch. Also damit auch nur noch Jürgen Milski hier im Geschäft drin, wenn wir das richtig sehen. Und auch Charlotte muss sich verabschieden. Also an dem Auto ging nichts mehr. Das war so ein bisschen zu vermuten, wenn man sich die Antriebsachse angeschaut hat. Ja, Trauer beim TV Total Team. Wobei, einen Sieg hatten sie heute schon. Und Stefan Raab ist noch dabei und Adrian Sutil hoffentlich auch noch. So, Werbung unterm Auto. Das war auch keine schlechte Idee, zumindest bei diesem Team. Warte, man konnte nicht genau sehen, was da drunter stand gerade. So, weiter kann's gehen. Ein paar Autos sind aus dem Weg geräumt. Also ein Auto für The Voice noch unterwegs. Das ist Tore Schöllermann. Ein Mr. Lady Team Wagen gerade gedreht. Und hier Transparo. Oh, jetzt wird sich wieder ein großes Knäuel ergeben. Können Sie es von selbst lösen? Ah, da vorne auch ein Reifen kaputt. Dort gerade, was war das für ein Auto? Dort steht ein Pizza.de-Auto eingegraben. Ja, und da muss ich jetzt drehen. Wer ist das? Simon Gosion? Sieht so aus. Buff, wieder ein Treffer. Na, die großen Autos scheinen hier allmählich erst einmal die kleinen zu zerstören. Hier sehen wir ein Rad, da geht nichts mehr. Wobei er eigentlich noch fahren könnte. Sutil fährt noch. Sutil rollt noch.
Wer steht von pizza.de? Ja, Adrian Sutil stellt sich vorsichtig an dort. Und unsere Stapler machen sich schon wieder bereit. So, wen haben wir da? Also diverse Reifenschäden, die wir hier schon sehen. Diverse Probleme an den Antriebsachsen. Da hat der Nächste noch nicht mitbekommen, dass wir gerade rot draußen haben. Also alle ruhig bleiben, alle durchatmen, genau. Schau mir in die Augen, Kleines, aber sofort die Entschuldigung hier. Ui, wer ist das? Stefan Raab draußen. Stefan Raab also auch hier draußen, kann auch nichts mehr für sein Team hier bewerkstelligen. Aber, und da bin ich mir sicher, dass wir uns das die ganze Nacht noch anhören werden, das wichtigste Rennen war sowieso das Caravan-Rennen. Und das hat er gewonnen. Ist das Lucy? Lucy Diakowska draußen, auch sie also auf dem Podium gewesen, hier schon mal gewonnen. Und der nächste Aussteiger für Software Pyramide, Steffen Hensler, dritter Rang in seiner Klasse vorhin und jetzt also auch draußen. Manni Ludolf müsste noch fahren. Und auch Daniel Wiemer in Axel Steins Auto müsste noch unterwegs sein. Also so schlecht sieht das für Software-Pyramide noch nicht aus. So, der Pizza-Express auch wieder unterwegs. Drei Autos sind da noch am Fahren. Und auch hier mit dem Reifenschaden scheint noch einiges zu gehen. Also einzig Adrian Sutil noch für TV Total unterwegs. Aber das kann er reichen, wenn er am Ende das einzige Auto noch hier steuert, was unterwegs ist. Hält sich erstmal aus allem raus. Jawohl, kann den Pizza-Autos da vorn fahren. Hier steht natürlich ziemlich viel rum. Muss jetzt warten. Ja, und kann damit natürlich Opfer der etwas größeren werden, die da hinter ihm kommen. Nee, den hat er abgestreift. Schön gemacht. Dort durchgekommen. Also, der zeigt hier wirklich, dass er Profi ist. Naja, und Passivität kann man ihm auch nicht vorwerfen. Denn der hat sich da gleich an dem roten Auto vor ihm zu schaffen gemacht. Jetzt heißt es warten. Dort nicht ungebremst reinfahren. Pizza Express steht, also pizza.de. Und ein eBay-Auto auch gerade in ein kleines Scharmötzel drin gewesen. Hier auch ein Reifenschaden. Links schleift was, rechts ein Platter beim Transparo-Fahrzeug. Und der Kombi dahinter, wem gehört der? Hier rechts Joey Kelly. Da scheint aber auch alles andere als die Lenkung noch vernünftig zu funktionieren. Und Sutil rollt weiter für das TV-Total-Team. Wer schäumt ihn jetzt hinten ab? Da gab es ja einfach noch beim Transparo-Auto einen Treffer. Da Lohmeier schien das gewesen zu sein. Genauso ist das. Also Peter Lohmeier noch dort. Ja, dort mitten im Gewühl sehen wir das Auto. Von allein scheint sich dieser Knoten nicht zu lösen. Das ist Giovanni Zarella dort von Mr. Lady, der dort noch drin steckt, aber vorn, der muss als erstes rauskommen. Von Need for Speed Most Wanted. Jetzt ist wieder ein bisschen Platz, aber nur ein bisschen. Und hier fährt das Mr. Lady Auto. Man kann die Marke nicht mehr so richtig erkennen. So, also ich bin mir sicher, dass gleich, wenn wieder angehalten wird, hier viele rausgehen werden. Wer rollt noch alles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Autos vielleicht, wenn ich das richtig überschätze. Also die Jungs vom Service stehen schon bereit, hier ein bisschen mehr Platz zu schaffen gleich. Sutil kriegt von hinten Ärger, aber niemand macht sich an seiner Antriebsachse zu schaffen und das ist gut für ihn. Hinten können sie ihm ruhig die Karre einfahren. So vorne fern sich vorn noch die Räder drehen, ist alles in Ordnung. Und Sutil kann außen noch mal vorbeigehen. Dort am Auto von Charlotte Roach, was ja auch hier immer noch irgendwo rumsteht. Jawohl, da ist Platz, da kann man durchgehen. Und nach wie vor gut unterwegs. Ah, hier hinten. Das ist Tore Schillermann. Der hat hinten auf der Antriebsachse, also an seinem Granada, einen Reifenschaden. Mal gucken, ob er noch weiterfahren kann. Der muss sich jetzt bewegen, sonst wird er rausgenommen in der nächsten Rotphase. Der muss fahren. Und geht's noch? Denn auch der hat natürlich ein Differential, was jetzt hinten, wenn er links durchdreht, die ganze Kraft also auf diesem hinteren linken Rad lässt und das rechte blockiert.
das Differential ja eigentlich dafür da, dass man sich in der Kurve die unterschiedlichen Wege der Reifen sozusagen ausgleicht und damit die Reifen nicht wegrasiert werden. Aber hier, wenn man erstmal feststeckt, ist das natürlich nur noch von Nachteil. Deswegen haben ja auch viele Geländewagen eine Differentialsperre. Hier allerdings keiner. Also, wer rollt noch? Ein bisschen was ist noch unterwegs. Das wäre ja der Hammer. Wenn Sutil hier für das TV-Total-Team am Ende sogar noch was ganz Großes verbringt. Denn die beiden anderen sind ja schon lange draußen. Dort vorne, hier, Reifenschaden bei Mr. und Lady. Hinten links geht nichts mehr. Und vorn war auch nur noch eine Felge zu sehen bei Pizza.de. Sutil, oh, jetzt hat er Glück gehabt dort. Gerade im Rückwärtsgang hätten sie ihn um ein Haar erwischt. Das hier unten müsste eigentlich Joey Kelly sein. Der steht auch schon ziemlich lange. Für waschpakete.de. Nein, scheint noch zu rollen. Und hier vorn links nur noch die Felge. Aber scheint ihn überhaupt nicht zu stören. Pizza.de Auto fährt noch. Ist genug Platz für Sutil vorbeizugehen. Jawohl, das macht er. Wie viele Autos fahren denn überhaupt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vielleicht. Mal grob geschätzt. Also, wir haben schon eine ganze Menge Schrott, aber viele Autos fahren noch. Die meisten eigentlich noch von Pizza.de. Ist das Brösel hier? Nein, Nino De Angelo ist das. So, und jetzt kommt es zum großen Aussortieren. Das kann ich Ihnen sagen. Also, rot draußen. Alle können den Puls noch mal leicht runterbringen. Toro Schöllermann wird jetzt gleich rausgenommen. Nein, du bist raus. Also, bitte aussteigen. Ausmachen. Von Cola Rebel ist das Jürgen Milski, jawohl, damit der Letzte aus seinem Team draußen. Also Cola Rebel wird heute hier nicht den Team Cup gewinnen. Und Applaus auch nochmal für den Neuling hier, für Tore Schöllermann, der also das letzte Fahrzeug von The Voice of Germany hier gesteuert hat. Peter Lohmeier auch draußen. Wen haben wir denn dort noch in der Mannschaft? Ist Elton noch da? Manni Ludolf auf jeden Fall auch draußen. Damit müsste eigentlich nur noch Daniel Wiemer unterwegs sein in Axel Steins Auto. Simon Gose-Johann hatten wir schon abgehakt, jawohl. Was macht Timo Scheider? Fährt er noch? Clerici draußen. Also auch Christian Clerici verabschiedet sich für Pizza.de. Fährt Brösel noch? Fährt Nino De Angelo noch? Dann würde es also für deren Wertung gut aussehen. Dunkerbeck draußen. Ich habe es gesagt, das ist jetzt hier die große Ausscheidungspause. Need for Speed, damit auch komplett draußen. Frank Buschmann weg, Klaas Häufer Umlauf, konnte erst gar nicht mehr antreten. Und Björn Dunkerbeck jetzt auch raus. So, was ist bei Wiemer? Nein, muss auch aussteigen. Auch Daniel Wiemer draußen, der Ersatzfahrer, ist also draußen, damit auch Softwarepyramide ohne Fahrzeug. Welche Pizza.de Autos haben wir noch? Kann Brösel noch fahren? Kann Nino De Angelo noch fahren? Elton? Dem wollen sie erstmal nur sein Visier hochmachen, denn er hat keinen richtigen Durchblick mehr. Sieht nicht so aus, als wenn sie ihn rausholen. Also das Fahrzeug scheint noch zu funktionieren, aber Sie sehen ja auch hier ein Problem mit der Kühlung. Also mit dem Kühlsystem des Autos, denn dort scheint irgendwo Dampf auszutreten. Und Elton wird nicht mehr viel sehen. Und die kriegen das Visier einfach nicht hoch. Komm, reißt es ihm weg. Wer braucht heutzutage schon noch ein Visier? Also Elton noch drin. Da Bensko ja, glaube ich, überhaupt nicht mehr reinkam ins Rennen, müsste das auch das letzte Auto sein für Transparo.de. Also das Daumendrücken bei seiner Mannschaft. Dort steht Sutil. Daneben Nino De Angelo mit nur noch einem Vorderrad. Also dort müsste man vorn rechts treffen. Sutil rollt nach wie vor. Dann ist das hier Giovanni Zarella. Dann haben wir hier Pizza.de. Ja, war das jetzt Brösel oder Nino De Angelo? Ja, und das dort Giovanni Zarella. Na, der will jetzt dem Sutil dort an die Karre. Denn der weiß natürlich, wenn Sutil weiterfahren kann, bedeutet das, dass auch Stefan Raab am Ende noch einen Titel bekommt. Aber Sutil kann weiterfahren. Also, Sutil rollt wieder.
So, und hier für waschpakete.de nur noch Joey Kelly im Einsatz. So, und keiner da, der Sutils Auto hier kaputt machen will. Ja, hat dann Stau vor sich, hält er deswegen an. Klingt irgendwo, als wenn jemand zumindest noch einen drehenden Motor hat, aber als wenn kein Gang mehr reingeht. Vor ihm ein Pizza.de Auto, fährt aber einfach nicht weiter. Ja, was tun? Vor ihm eine Pizza, hinter ihm eine Pizza. Und hier Giovanni. Wo ist eigentlich Alexander Klaffs? Fährt der noch? Oder ist er draußen? Müssen wir ihn auch mal streichen hier. Und auch der Sturz an diesem Auto sieht ein bisschen komisch aus. Also der Radsturzform. Elton. Ja, der hat nach wie vor große Probleme mit der Sicht. Fährt das Auto nochmal los? Oder muss er jetzt in dieser Pause aussteigen? Ich glaube, er steht schon sehr, sehr lange. Kommt dort nicht um den Schrott von Charlotte Roach drumherum. Oder es wird nochmal schnell geguckt. Nein, macht den Hosenträgergurt ab und steigt aus. Also, Elton, zuerst verlor er den Durchblick. Jetzt seine Teilnahme. Also, Elton ist draußen und damit auch Transparo.de aus dem Rennen. Also, trotzdem war er der Letzte oder einer der Letzten überhaupt hier, noch unterwegs war. Der Letzte von seinem Team. Also, die Jungs können dann auch einpacken. Allmählich. Der Nächste, der aussteigt. Clerici. Also, Christian Clerici, komisch, den hatten wir eigentlich schon mal als abgemeldet gesehen. Durfte der überhaupt noch mitfahren? Er hat sich wieder ins Auto gemogelt, der feine Herr Clerici. Also, Christian Clerici, wollten ihn in Sicherheit bringen. Er will hier hinten über die Bande. Joey Kelly auch draußen. Auch Joey Kelly draußen, damit auch waschpakete.de ohne Auto. Wer wollte denn überhaupt noch? Ja, Rennleiter Uwe Scheu hat hier alle Hände voll zu tun. 1, 2, 3, 4, 5 Autos sehe ich noch. Adrian Sutil noch. So, die reihen sie jetzt wieder auf dort. Daneben noch einer von Mr. Lady. Wer ist das? Giovanni noch? Und da dahinter doch noch einer. Mit der blauen Aufschrift. Ist etwa Alexander Klaffs doch noch da? Sieht ein bisschen so aus. Also, die beiden können schon zuschauen. Wir werden mal gucken, ob denen der Sutil gleich den Teammeister schenken wird. Ja, und tatsächlich Timo Scheider noch mit dabei, der hier gerade mit Giovanni Zarella aneinander stößt. Also zwei Autos noch von Mr. Lady unterwegs. Wer ist das für Pizza.de? Ist das Nino oder ist das Brösel? Nino? Ja, Nino De Angelo ist das. Der Mann mit einem Vorderrad. Der Mann, der auf der Felge fährt. So, und dahinter Giovanni Zarella. Das Auto sieht ja noch fast gut aus. Also zwei Fahrzeuge noch von Mr. Lady. So, wo ist Sutil? Scheint noch zu fahren. Oder? Jawohl, der fährt immer noch. So, und jetzt kommen sich sogar die Mr. Lady-Fahrzeuge hier sehr dicht beieinander. Ja, ja, Alexander Klaffs ist auch noch mit dabei. Und Giovanni Zarella. Das heißt also, Klaffs könnte jetzt hinten Zarella so ein bisschen beschützen. Und da kommt Adrian Sutil wieder an. Ja, aber jetzt hier, David gegen Goliath, will der jetzt versuchen, mit seinem Audi. Ja, jetzt kann man sehen. Die wollen den Sutil in die Zange nehmen. Das war also die Taktik. Aber da haben sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn Sutil nimmt sich erstmal seinen Vordermann vor. Das ist natürlich immer ein Risiko, mit einem frontgetriebenen Auto hier Schaden anrichten zu wollen. Zarella dahinter, aber bei dem dampft es auch schon. Heißt das, dass der steht? Nein, der fährt noch. Und auch Timo Scheider scheint noch zu fahren. Also zwei Profis noch drin. Hier der Mann mit einem Rad vorn und hier Timo Scheider. Also, die Reihen haben sich mächtig gelichtet. So richtig aggressiv geht Sutil da auch nicht mehr drauf. Ah, will außen vorbeigehen. Ist dort überhaupt genug Platz? Ja, da war noch Platz. Jetzt schnell vorbei und dann zusehen, wieder wegzukommen. Und hoffen, dass die anderen stecken bleiben. Sutil fährt noch.
Und hier Nino Di Angelo, die müssten sein vorderes rechtes Rad treffen, dass man dort vielleicht noch einen Reifenschaden hinbekommt. Aber schauen Sie mal, mit einer Felge kann man auch noch ganz gut fahren. Oh, wenn er da einstecken bleibt, dann wird er nicht mehr aus eigener Kraft rauskommen. Das ist eine schwierige Situation jetzt für ihn. Aber das Fahrzeug scheint auch noch rückwärts zu fahren. Und Timo Scheider dort oben versucht, möglichst großen Schaden bei einem der beiden verbliebenen Mr. Lady Autos anzurichten. Also, TV Total fährt noch mit Adrian Sutil, mit dem Sieger der 1900er-Klasse. Also, da ist er. Vor ihm erstmal eine ganze Weile keiner. Und hinter ihm kommt Timo Scheider. Ah, der hat natürlich das große Auto. Der hat den Hinterradantrieb. Aber wo kann er ihn erwischen? Adrian Sutil. Naja, er fährt aber hinten dran. Oh, und jetzt scheint hier vorne die Vorderachse einen abbekommen zu haben. Oh, jetzt fährt er sich dort an diesem einen Auto, was dort noch stand, die Vorderachse ab oder rollt weiter mit einem daneben hängenden Auto. Wer ist das? Giovanni Zarella. Ist ja zum Glück nicht die Antriebsachse. So, und jetzt das ganze Knäuel hier von vier noch fahrenden Autos. Und Zarella scheint jetzt hier, Sie sehen die Hand am Helm, scheint sein Fahrzeug hier den Geist aufzugeben. Es raucht. Und Adrian Sutil etwa auch? Oder kommt er dort noch mal raus? Was macht Adrian Sutil? Bewegt sich seit einigen Sekunden nicht mehr. Steckt er dort vorn fest? Also, fährt auf jeden Fall. Der Motor geht noch. Und es kommt auch noch irgendwas vorn an. Aber der scheint dort vorn irgendwie festzustecken. Bei diesem Mr. Lady Auto. Der scheint dort festzuhängen. So nach dem Motto, komm, jetzt gib mir hier noch einen mit. Vielleicht komme ich dadurch wieder raus, lieber Timo Scheider. Fahr mir mal auf die Hinterachse. Bumm, und der ist wieder draußen. Sutil wieder draußen, der kann wieder fahren. Der kriegt ja Schützenhilfe von seinem Profikollegen, von Timo Scheider. Oh, den wird aber heute einen ausgeben müssen. Hinten, die Achse scheint auch völlig dahin zu sein. Jetzt versteckt er sich ein bisschen. Nein, der will nur drehen. Also, der schuldet hier dem Timo Scheider etwas. Sutil fährt nach wie vor. Zarella steht. Klaps noch unterwegs. Nee, Zarella will es auch noch mal wissen. Zarella im Rückwärtsgang. Aber einen richtigen Angriff auf Sutil war das auch nicht gerade. Denn der hätte ihm jetzt schön aus der Deckung drauf fahren können. Das ist Alexander Klaps. Und Sutil trifft ihn auch noch mal hin. Hat er damit Klaps Auto vernichtet. Der steht. Der fährt erstmal nicht mehr. Nino De Angelo immer noch unterwegs. Und dort vorn ein Platter, vorn rechts bei Zarella. Und Sutil kommt ein weiteres Mal durch. Und Timo Scheider will ja weiter dort hinten Unheil anrichten. Der trifft jetzt Nino De Angelo, aber das scheint ihn überhaupt nicht zu stören. Ja, der braucht den Treffer vorne rechts. Und Timo sagt sich, vielleicht kann ich ihn ja irgendwo draufschieben. Rückwärtsgang funktioniert auch noch. Aber Nino De Angelo fährt auch noch weiter. Ja, jetzt hat er vorne rechts einen abbekommen. Offensichtlich von Zarella. Und Zarella bekommt von hinten Besuch von Adrian Sutil. Und jetzt gucken Sie sich mal hinten die Hinterachse an von Nino De Angelo. Also die steht auch schon auf 7:30. Gleiches gilt aber auch für Sutils Auto. Unglaublich, was Nino De Angelo hier, der Älteste, der noch unterwegs ist, was der hier macht. So, jetzt soll ein bisschen aufgeräumt werden. Also, Sutils Auto ist gefahren, den dürfen sie nicht rausnehmen. Nino De Angelo auch nicht. So, die sagen ihm nur, was am Auto alles los ist, kann aber noch fahren. Wer hier fuhr noch? Ja, und wer ist das jetzt? Alexander Klaws, genau, der muss also raus. Aber Mr. und Lady hat wohl noch ein Auto. Kann Giovanni Zarella noch fahren? Das ist die Frage. Das wäre natürlich stark gewesen, noch zwei am Start zu haben. Ja, Zarella fährt noch. Scheider fährt noch. Adrian Sutil fährt noch. Ja, und ganz vorn steht das Dreirad von Nino De Angelo. Also viel haben wir nicht mehr. Vorn wirklich diese verwundbare Stelle muss bei diesem gelben Pizza.de Auto vorn rechts das Rad sein. Aber
Scheider fährt dran vorbei, der will doch nichts ausrichten. Zarella sagt sich, warum nicht? Fahren wir ihn vorn rein? Och, und nicht, dass der Giovanni Zarella sich damit selbst abgeschossen hat. Nein, scheint noch weiterfahren zu können. Aber auch bei ihm schleift dort vorne einige. Sehen Sie es vorn rechts? Zum Glück ist es nicht die Antriebsachse seines 3000ers, seines Ford Granada. Da kommt Timo Scheider. Da kommt Giovanni Zarella. Dahinter Adrian Sutil. Nimmt auch noch mal Zarella mit. Boffo kriegt hinten jetzt noch einen ab von Nino De Angelo. Boah, viel kaputt machen kann er beim eigenen Auto nicht mehr, sagt sich Nino De Angelo. Hat er vorne nur noch ein Rad. Sutil kann weiterfahren. Und wie sieht es hinten bei Adrian Sutil hinten rechts aus? Ich glaube, da ist auch nicht mehr viel von übrig. Von dieser Achse. Nein, das hat er nur noch pro forma dabei, das Rad. Das liegt nicht mehr auf dem Boden auf. Und jetzt muss er aufpassen. Jetzt kann durch einen ganz komischen Fehler kann er hängen bleiben. Also versteckt er sich da nur ganz kurz? Hat er gemacht. Oh, ganz, ganz geschickt. Bleibt also ganz kurz stehen, versteckt sich dort außen und fährt jetzt mit seinem Dreirad weiter. Und gucken Sie mal, das Ding, das scheint jetzt hier hochzugehen. Das Auto von Giovanni Zarella. Also lange macht er nicht mehr. Und Sutil dreht den auch nochmal, den Italiener. Und war das das Ende jetzt hier? Nee, da scheint noch was zu gehen. Also eigentlich kann er noch kaum noch lenken mit diesem Rad dort vorne. Auch nur noch auf der Felge, Giovanni Zarella. Aber der fährt immer noch. Unglaublich, wen haben wir noch? Sutil fährt noch, Nino De Angelo fährt noch. Timo Scheider fährt immer noch. Und Giovanni Zarella kämpft, dort das Auto wieder in Gang zu bekommen. Läuft der Motor noch? Sieht so aus, als wenn das der Nächste ist, der sich verabschiedet. Der wird jetzt über die Karenzzeit gehen und jetzt wird ihn Uwe Scheu rausnehmen. Da bin ich mir sicher. Also auch Giovanni Zarella draußen. Ja, da gucken sie ganz schnell, wird die Motorhaube aufgemacht, komm raus. Junge, der Feuerlöscher ist auch schon dort. Ja, es scheint nur Dampf zu sein vom Kühlkreislauf. Wenn man natürlich auch aufpassen muss draußen, ja. Denn da kann natürlich auch mal irgendeine Kraftstoffleitung einen Treffer bekommen. Und auch das haben wir in den letzten Jahren schon erlebt. Und da also was? Hier erstmal Giovanni Zarella, also auch mit einer der letzten hier, die aussteigen. Da, wenn aus einer Kraftstoffleitung da irgendwas auf einen heißen Gegenstand, auf dem Auspuffrohr oder so kommt, dann geht die Hütte auch gleich mal in Flammen auf. Hatten ja schon einige Toasts hier bei diesen Stocker-Rennen der Vergangenheit. Mr. Lady auch komplett draußen. Also die Top 3 in der Teamwertung haben wir noch. Adrian Sutil für TV Total. Dann Timo Scheider, der sagt sich jetzt, ich hole mir erstmal Nino De Angelo. War das erfolgreich? Nein, das Ding fährt immer noch. Komm, nimm dir die Vorderachse, Timo. Hat er jetzt auch wieder probiert. Zum Glück die Antriebsachse bei ihm selbst, beim einzigen DTM-Champion, noch voll in Ordnung. Nur vorne hat er ein bisschen was abbekommen. Oh, eigentlich ist es das Auto, was noch am besten aussieht. Den kannst du eigentlich noch mal in ein Online-Gebrauchtwagenportal reinstellen. Den wirst du vielleicht noch los. Jetzt muss er aufpassen da hinten, Nino De Angelo. Jetzt ist er in eine Sackgasse gefahren. Aber auch der Rückwärtsgang geht noch. Also, er war nicht jenseits von Eden, sondern er kommt dort wieder raus. Nino De Angelo fährt wieder. Und das alles Gefahrenpunkte dort. Wenn man mal über so einen kleinen Buckel drüber fährt und da bleibt ihm das letzte richtig laufende Rad vielleicht auch noch oben in der Luft hängen, dann ist er auch draußen. Aber bisher funktioniert ja alles. Adrian Sutil. Schafft er es hier noch, das Team von TV Total ganz nach oben zu bringen? Ja, jetzt werden sie die gleich wieder anhalten. Die sind alle zu weit auseinander. Also man braucht ein bisschen Nähe, wenn man Autos kaputt machen will. So sieht es aus, als wenn die eher stehen bleiben, weil der Sprit alle ist. Dann irgendwann in circa 2 bis 3 Stunden vielleicht. Aber ich hoffe, das werden wir alle nicht erleben. Ah, da sieht man auch hier, wie schwierig dieses Auto noch zu fahren ist mit der ledierten Vorderachse bei Adrian Sutil. Ja, hier Nino De Angelo kriegt schon wieder Besuch von Timo Scheider. Bei Adrian Sutil ist es ja nur die Hinterachse zum Glück an seinem Fahrzeug. So, und Timo, der weiß natürlich, wie welches Auto angetrieben wird und wie welches Auto kaputt zu machen ist.
Und jetzt sagt er sich, vielleicht reicht das ja, dass ich den DeAngelo dort gerade so eingeparkt habe. Vielleicht kommt er nicht wieder raus. Und dann wird es hier die Entscheidung zwischen den Profis. Oh nein, was ist bei Adrian Sutti los? Der scheint auch zu stehen. Oder wartet er wieder bloß? Oder wartet er wieder bloß? Na, das ist vielleicht ein Schlitzohr. Der versteckt sich dort immer kurz und sucht sich dann seine Opfer. Kann Nino DeAngelo noch mal rauskommen? Kommt er dort noch mal raus? Das ist unglaublich, was der hier macht. Der fährt schon wieder. Der fährt weiter. Drei Autos noch unterwegs. Und diesen Nino DeAngelo, den kriegen sie hier einfach nicht tot. Oder sein Auto, besser gesagt. So, Timo Scheider, ja. Adrian Sutil ist fair, denn vorhin hat er ihm geholfen. Also der fährt ihm jetzt auch nicht hinten in die Antriebsachse. Der sagt, klärt das mal schön unter euch. Oh, und schleift da hinten jetzt hinten links auch noch was bei ihm, bei Adrian Sutil. Da kommt zumindest auch so ein bisschen Dampf her. Ei, nein, jetzt kommt Rot. Von allein passiert? Oder was? Der dreht sich von allein aufs Dach. Das, was die anderen nicht geschafft haben. Achtung! Der fährt ihnen ganz leicht auf die Bande. Dieser Fehler also. Was die anderen nicht geschafft haben, das schafft er selbst. Da war eigentlich genug Platz. Und der fährt auf die Innenbande. Sogar die Streckenposten waren davon überrascht. Also da hat er jetzt irgendwie die Konzentration verloren. Liegt auf dem Dach. Und jetzt ist er wohl endgültig draußen. Also wer auf dem Dach liegt, der wird rausgenommen. So, da ist es. Dieses Rad, was keins mehr ist. Also jetzt bitten sie ihn auszusteigen. Ist da überhaupt noch genug Platz zum Durchfahren? Eigentlich nicht. Oder? Passt da innen noch ein Auto durch? Wir werden es gleich sehen. Adrian Sutil ist der Erste, der da durchkommt. Also Applaus nochmal für das Stehaufmännchen hier. Nino DeAngelo. Als drittletzter verabschiedet er sich, als drittletztes Team verabschiedet sich Pizza.de hier. Und damit ist es jetzt wirklich soweit, dass wir nur noch zwei Profis hier haben, die unterwegs sind. Adrian Sutil und Timo Scheider. So, und werden die sich gegenseitig auf der Strecke ausschalten können? Oder kommt es zum Sudden Death? Dann ist es natürlich auch so ein bisschen hier David gegen Goliath. Denn Sutil mit einem Vorderradantrieb, mit dem kleineren Auto gegen Timo Scheider. Auf jeden Fall machen sie jetzt erstmal wieder ein bisschen Platz. Es steht ja genug Schrott rum, damit dort innen wieder durchgefahren werden kann. Und hier also für eBay Motors Timo Scheider. Gucken Sie an, das Auto sieht blendend aus. Da steht kein Rad schief. Das ist alles in Ordnung. Ja gut, ein, zwei Beulen hat er, glaube ich. Aber das geht eigenermaßen noch. Und jetzt sieht er natürlich Sutil vor sich. Hat nur noch einen Gegner hier. So, wo versucht er anzusetzen? Entweder hinten links. Auch das sieht natürlich Timo Scheider. Oder auf die Vorderachse. So, was wird entschieden? Also man spricht mit ihm. Der Rennleiter Uwe Scheu also. Gibt es hier schon die Entscheidung zum Sudden Death? Sieht so aus. Es wird also mal wieder ein Sudden Death geben. Das sieht tatsächlich so aus. Und ach, welches Auto wird danach als letztes noch fahren? Also er soll sein Auto drehen. Und dann fahren die gleich mit einem gewissen Abstand, den der Rennleiter festlegen wird, aufeinander. Gucken Sie mal, das Auto ist kaum noch zu drehen. Fahren, Runden fahren konnte er noch. Jetzt sollen Sie alle helfen. Also das sieht jetzt für das TV-Total-Team nicht gut aus. Vielleicht gelingt ihm noch das Wunder, dass er irgendwie das wesentlich kräftigere Auto mit 3 Litern, das auch noch Hinterachs betrieben ist hier und das noch ziemlich gut aussieht im Vergleich zu dem kleineren von Sutil, also das von Timo Scheider, das. Da braucht er jetzt ein Wunder. Beide stehen sich gegenüber. Einen Motorschaden kann es natürlich auch noch geben. Gut, den Motor haben sie beide vorn. Also, fahren zusammen. Und jetzt die Frage, wer fährt noch? Scheider fährt noch. Und was ist bei Adrian Sutil? Was ist bei Sutil? Fährt auch noch. Nochmal frontal aufeinander.
So, und jetzt hat er sich natürlich dort die Antriebsachse geladen, aber auch Sutil ist hier nicht kaputt zu kriegen. So, jetzt müssen sie noch mal kurz Anlauf holen. Und der fährt auch gleich wieder zurück. Also, jetzt irgendetwas Wichtiges am Motor treffen. Das wäre auch so eine Chance, vielleicht noch das Auto von Timo Scheider hier kaputt zu bekommen. Irgendeine Spritleitung abreißt oder irgendetwas. Halt rot. Alle noch mal stehen bleiben. Scheider wird noch mal zurückgeschickt. Adrian Sutil fährt immer. Achtung, rot ist noch raus. Und jetzt noch mal losfahren. Bumm, und noch mal der Frontaltreffer. Also wie gesagt, wir haben es schon öfters erwähnt heute, diesen Satz, bitte nicht zu Hause ausprobieren. Diese schönen Autos, die hier über Monate aufgebaut wurden, sind einfach nicht kaputt zu kriegen. Fährt auch Sutils Auto noch? Na? Fährt das noch von allein? Ja, Timo Scheider sagt, komm, fahr mal noch, fahr mal noch. Und die zeigen ihm jetzt, komm, dann fahr du noch an die Karre. Nein, fahren beide noch. Beide fahren noch. Was ist denn hier los? Kriegen wir diese Autos einfach nicht kaputt? Also ein VW Scirocco und ein Ford Granada. Also, zwei Autos deutscher Produktion. Ja, das ist ja mal eine Werbung in der Finanzkrise hier für die Autoindustrie aus Deutschland, oder? Ist es vorbei? Ist es vorbei? Was ist hier los? Hilfe wird rangerufen. Haben sie sich beide verhakt? Ist es vorbei? Dann zeigt mir, wer gewonnen hat. Uwe Scheu. Oder fährt der immer noch? Och, wird er jetzt angehoben? War es das? Oder können sie ihn noch mal hier zum Fahren bringen? Also, da läuft was raus. Kühlflüssigkeit läuft dort raus bei Timo Scheider. Eine Zeit lang wird es der Motor noch schaffen ohne Kühlflüssigkeit, bevor er ihm hochgeht. Also fährt tatsächlich der Scirocco von Adrian Sutil noch? Das muss er uns jetzt beweisen. Und dort, der kocht. Das Auto von Timo Scheider kocht. Und da kann es jetzt aber richtig heiß werden in dem Auto. Fahren beide noch? Sutils Auto bewegt sich doch gar nicht mehr. Jetzt muss doch hier eine Entscheidung kommen. Und? Welches Auto fährt noch? Bei einem läuft die Kühlflüssigkeit aus. Einer kocht. Oder gibt es hier ein Unentschieden, das erste Mal in der Geschichte dieses Stockcar-Rennens? Wenn jetzt plötzlich beide nicht mehr fahren, die Flagge ist draußen. Was gibt's für eine Entscheidung der Rennleitung? Wer hat am Ende gewonnen? Welches Team feiert? Beide feiern ihre Helden und das zu Recht. Gewinnt hier Timo Scheider oder heißt es am Ende, beide Autos konnten nicht mehr fahren und zwei Teams gewinnen? Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf die offizielle Entscheidung der Rennleitung warten wir noch. Gibt es einen Sieger, gewinnt eine Mannschaft oder zwei? Sie umarmen sich alle. Das war heldenhaft von beiden Mannschaften, von beiden Fahrern. Also, was wurde hier entschieden? Denn am Ende haben sich beide Autos nicht mehr bewegt. Kurz zuvor fuhren sie beide noch und dann standen sie beide. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt. Die Rennleitung scheint zusammenzusitzen und eine Entscheidung zu suchen. Also wir warten hier auf einen Juryentscheid. Hat eine Mannschaft gewonnen oder beide? Timo Scheider auf jeden Fall freut sich. Denn was er hier gezeigt hat, auch mit dem Fairplay, das wollen wir auch nicht vergessen, dass er Adrian Sutil nochmal geholfen hat, auf sein Handzeichen rauszukommen. Sonst wäre Sutil längst weg gewesen. Und wie Adrian es geschafft hat, hier sein kleines Auto weiterhin am Fahren zu lassen. Also, gibt es noch weitere Autos, die gerade hochgehen. Und ich höre gerade, das ist die Sensation, die Rennleitung entscheidet. Beide Teams haben gewonnen. Das Sudden Death geht also unentschieden aus, weil tatsächlich beide Autos gleichzeitig ausgestiegen sind. Was für ein Finale hier heute beim großen TV Total Stock Car Crash Challenge. Das hatten wir noch nicht. Sowas hat es noch nie gegeben. Also bis zur letzten Sekunde. Die Autos hier, da haben sich nichts geschenkt. Und tatsächlich hier ein Unentschieden. Gratulation an die beiden Teams. Und wir gehen direkt rüber zur Siegerehrung. Also, Charlotte, viel Spaß. Da wird es gleich eng auf dem Podium. Pro, hast du da recht? Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, aber es wird sensationell. Herzlichen Glückwunsch an eBay Motors, herzlichen Glückwunsch an TV Total, an die beiden Teams, an Timo Scheider, Adrian Sutil,
auf dem Podest mit euch und das Team kann direkt dann, kommt her, feiert. Feiert die Teilnehmer, feiert euer Team. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Eine absolute Sensation bei Stocker. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Total Stocker Crash Challenge mit Charlotte. Stefan, du hast noch einen Sieg eingefahren. Großartig, du bist bestimmt happy. Absolut, absolut. Gute Teamleistung vom TV Total Team. Ich möchte mich bei allen bedanken, die dabei waren, bei allen mutigen Fahrern, bei Charlotte, bei Steven natürlich, auch oben bei Ron und natürlich hier bei allen Zuschauern auf Schalke. Ist jedes Jahr wieder ein Highlight, hierher kommen zu dürfen. Vielen Dank!